Das Schöne ist, auf den Plakaten steht ja wie immer FCK, AfD. Und genau das, liebe Freunde, sind wir. Wir sind freiheitlich, wir sind christlich und wir sind konservativ. Und da sind wir auch stolz. Aber wir haben eine große Herausforderung in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und die Herausforderung ist, und da muss ich hier vielleicht recht geben, der Integrationsministerin, sie hat gesagt, jenseits der deutschen Sprache ist keine deutsche Kultur mehr zu erkennen. Da haben wir uns alle aufgeregt, da ist sie denn verrückt. Aber wenn man wirklich mal ehrlich ist, unter diesem grünen Schleim der 68er ist die deutsche Kultur, sind die deutschen Werte einfach untergegangen. Und wenn wir die auf der anderen Seite mal fragen, für was steht Deutschland? Das Einzige ist vermutlich, zu wissen, das Dritte Reich, dass wir das Land der Humanisten, der Aufklärer, von Luther sind, das wissen die gar nicht, so weit können die auch nicht denken. Das ist in ihrem Brokkolieren vermutlich langsam untergegangen. Aber die große Sache von Konservatismus muss es zukünftig sein, dass wir jung werden, modern werden, dynamisch werden. Wir müssen den Menschen zeigen, was es heißt, Deutschland zu lieben und wertzuschätzen. Und wenn wir dieses eigene Verständnis, unsere eigene Kultur, unsere eigenen Werte nicht haben, dann können wir sie auch nicht vermitteln. Und deswegen ist es, muss ich sagen, auch gar nicht so wundernswert, dass sich Menschen, die aus stolzen Ländern kommen, mit Nationalstolz, wie die Türken zum Beispiel, gar nicht wissen, warum sie sich in so ein Land wie in unser Land integrieren sollen. Weil die Menschen, die hier nämlich gar keinen Stolz mehr und keinen Mut mehr haben, liebe Freunde. Und genau daran müssen wir arbeiten, dass es wieder schick ist, dass es auch selbstverständlich ist, dass man sagt, jawohl, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Weil es gibt keinen Grund, warum man nicht stolz auf seine Heimat und auf seine Familie und auf seine Zukunft sein darf, liebe Freunde. Und das, was auf uns zukommt, ist schon gewaltig. Es wurde gerade angesprochen. Die Bevölkerung in Afrika wird sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Die Weltbevölkerung wird von 7,4 auf 10 Milliarden Menschen ansteigen. Das heißt, jeden Tag werden in Indien und in Afrika 100.000 Menschen geboren. Jeden Tag. Es werden in Afrika, das ist die Prognose nicht von mir, sondern von der Bundesregierung, werden im Jahr 2050 bis 2063 700 Millionen Klimaflüchtlinge entstehen. 700 Millionen Menschen, die in Bewegung sind, die einerseits sich in Afrika migrieren, aber man schätzt, 70 bis 100 Millionen Menschen werden den Run auf Europa machen. Und da können wir uns überlegen, ob es richtig und sinnvoll ist, dass das so passiert. Wir von der AfD sagen zum Beispiel, jawohl, Hilfe ist gut, aber Hilfe vor Ort, das ist richtig und das ist wichtig. Und dazu müssen wir vor allen Dingen eins haben, den Mut zur Wahrheit. Und wenn ich mir Afrika anschaue, warum diese Kriege entstehen, warum Menschen überhaupt in Bewegung geraten, liegt es daran, dass diese großen Länder wie Amerika nichts anderes machen als Wirtschaftskriege. Und denen sind hier Menschen egal, denn da geht es nur um eins, es geht um die Rohstoffe der Zukunft, weil die letztendlich entscheiden, welche Wirtschaftsmacht überlegt. Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen klären, hört endlich auf mit diesen Wirtschaftskriegen, sonst macht das Helfen vor Ort überhaupt keinen Sinn. Wenn der Islam nicht zu Deutschland gehört, dann ist das keine Wahrheit, Weisheit, die von uns kommt. Das hat Gott schon selber gesagt. Denn Gott hat eins gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Er hat damals zu Abraham gesagt, Mensch Abraham, du bist zwar 90, aber ich schenke dir noch ein Kind von deiner Frau, der Sarah. Sarah war mittlerweile auch schon knapp 90. Dann hat er sich überlegt, naja, ob das sowas wird. Dann hat er sich seine Dienerin genommen, die Hara. Er konnte nicht so lange warten, er hat auch nicht ganz so geglaubt. Und dann hat er die Hara geschwängert. Aber Gott hat sein Versprechen erfüllt und hat Sarah auch schwanger gemacht. Und jetzt kriegte Hara das Kind, das war Ibrahim. Und die Sarah, also seine Frau, kriegt das Kind, das war Isaak. Und wir beziehen uns ja auf Isaak und Jesus, das ist der Stamm. Mohammed bezieht sich auf Ismael. Deswegen haben wir auch beide den gleichen Gründungsvater. Jetzt war es nur so, dass Ibrahim immer auf Isaak draufgehauen hat. Das fand Sarah nicht so lustig. Also sagte Sarah zu Abraham, Abraham, schick mal die Hara in die Wüste, weil das geht nicht gut. Also ist die Hara dann raus in die Wüste, Richtung Mekka und Medina. Und dann saß sie in der Wüste und Ibrahim hat geweint. Und Gott sagte, Mensch, weiß gar nicht, was du hast. Auch dein Sohn wird ein starkes Volk gründen. Und zu Abraham hat er gesagt,
zweifle nicht, alles ist gut, aber sehe zu in Zukunft, dass die Kinder Isaaks und die Kinder Ismaels nicht zusammenkommen, weil das geht nicht gut, weil die Kinder von Ismael Isaak immer ärgern werden. Und das ist schon von Gott gesagt. Und wenn wir noch nicht unser eigenes Christentum kennen und die Tür aufmachen, unsere eigene Werte, unsere eigene Kultur und eigenes Christentum, was wir schon gar nicht mehr kennen, eigentlich auf dem Altar der Toleranz opfern, dann kann ich euch sagen, stimmt in unserem Kopf garantiert wirklich was nicht. Denn unsere Kultur steht für Sicherheit und Freiheit. Und eine der Aufgaben des Staates ist es ja, die Sicherheit nach innen und nach außen zu gewährleisten. Es gibt keine Sicherheit mehr in Deutschland. Und unsere eigenen Grenzen beschützen wir auch nicht mehr. Deswegen, jawohl, Jörn, hast recht, der deutsche Staat hat faktisch aufgehört zu existieren, weil er kann dem Volk seine Sicherheit nicht mehr garantieren. Und wenn die Sicherheit verloren geht, dann geht auch Freiheit verloren. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso empfindet. Wer sagt, Mensch, ich bin AfD, sagt, sei lieber ruhig, sonst wirst du gekündigt und am Arbeitsplatz. Das heißt, wir verlieren jeden Tag unsere Meinungsfreiheit, damit ein Stück Sicherheit, und jeden Tag geht uns Deutschen Freiheit verloren. Und was machen wir? Wir stehen hier wie die Lemminge und lassen alles zu, weil typisch deutsch kommt immer, es könnte ja noch schlimmer kommen. Nein, es kann nicht mehr schlimmer kommen, weil wir müssen jetzt ausstehen, es ist 11:55 und nicht mehr 11:55, liebe Freunde. Und man muss bereit sein, und das ist das größte Geschenk, was uns unsere Eltern gegeben haben. Das war Freiheit. Jetzt ist das mit der Freiheit einfach so was ganz Blödes. Das bleibt nicht einfach. Für Freiheit muss man bereit sein zu kämpfen, alles zu geben. Und wir sind gerade dabei, Freiheit, unsere eigene Freiheit zu opfern. Und da frage ich mich bitte, für was? Damit unsere Frauen eben nicht mehr spazieren gehen können, damit dass die Frauen jetzt sich schon überlegen müssen, ob sie Miniröcke tragen. Alles das, was wir haben uns erkämpft, opfern wir gerade für eine Toleranz, die es gar nicht gibt, sondern das ist pure Dämlichkeit, liebe Freunde. Wir sind ein freies Volk, wir sind ein weltoffenes Volk, sonst würden wir gar nicht so helfen. Aber Hilfe muss Grenzen haben. Und wie heißt es, Strache sagt es so schön, wer für alles offen ist, kann bekanntlich nicht ganz dicht sein. Und maximale Toleranz ist das Ende jeder Kultur. Und wir sehen das, ob es Rom war, wie auch immer. Genauso, uns geht es ja gut, wir wissen gar nicht mehr, für welche Werte wir kämpfen. Und das ist immer der Anfang vom Untergang einer großen Kultur, wenn die Menschen, die in dieser Kultur leben, die da hinten einfach zu satt sind und sogar rufen und schreien, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Und das ist übrigens die größte Schande in unserer Bundesrepublik Deutschland, dass eine, die hinter diesen Plakaten steht, mittlerweile es immer wieder schafft, sogar Bundestagsvizepräsidentin zu werden, liebe Freunde. Und deswegen sind die Grünen noch vor Merkel die Partei, die als allererstes weg muss, weil das sind wirklich Deutschlandhasser, das sind die, die unser Volk auflösen wollen. Und deswegen müssen wir radikal dagegen vorgehen, verbal radikal dagegen vorgehen, gegen die Grünen und vor allen Dingen gegen Angela Merkel, weil die will dieses Volk auslöschen. Zum Abschluss noch, Gott sagte, oder steht in der Bibel, da steht drin, von allem, was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wir müssen fest verwurzelt sein im Glauben, weil das ist eine der Triebfedern unserer Kultur. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, das ist ganz wichtig. Aber das Stärkste unter ihnen ist die Liebe. Und darum geht es bei uns, wir müssen wieder lernen, lieben unsere Heimat. Wir müssen wieder lernen, unsere Heimat zu lieben. Weil das ist die Zukunft für unsere Kinder. Und dafür heißt es, von morgens bis abends aufzustehen und zu kämpfen. Bis zum Schluss für die Freiheit unserer Familien, für die Sicherheit unserer Familien und vor allen Dingen eins, für eine wunderschöne Nation, für Deutschland. Ich danke euch.